MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom FIFA 14 Ultimate Team World Cup. Und diesmal wieder ein nettes Pack-Opening. Ich hoffe, euch wird's gefallen. Lasst gerne dafür einen Daumen nach oben da, wäre mega klasse. Und falls ihr selbst mal ein paar Packs aufmachen wollt und nicht die nötigen Coins habt, schaut mir in die Videobeschreibung, da ist ein Link zu MMOGA. Da könnt ihr euch Coins, Keys, Gamecards, alles mögliche besorgen. Und wir machen hier aber direkt was auf. Meine Schulter tut irgendwie weh. Gestern Volleyball so ein bisschen herumgepritscht und dann irgendwie so, ganz komisch. Meine Schulter macht auf jeden Fall jetzt gerade Probleme. Aber das soll uns nicht abhalten, hier ein paar Packs aufzumachen. Also, wir machen hier direkt auf, hauen hier ein paar Coins raus. Großes Ziel wäre natürlich jetzt hier das Todestrio zu kriegen. Vielleicht auch noch Ronaldo oder wen auch immer. Mal gucken, wen wir da kriegen in diesem Pack-Opening. Casillas! Ja. Das geht gut los, oder was? Casillas, Spitze! Super, da haben wir doch schon mal einen guten Torwart in den Verein, direkt, damit das nicht auch noch hier abgestoßen wird oder so. Iker Casillas, super. Julian Draxler da auf der Bank. Ja. Okay, bin ich mal gespannt, was es hier noch Cooles gibt. Iker Casillas, sehr, sehr cool. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr bisher jetzt bekommen habt. Das frage ich eigentlich immer gerne mal bei so einem Pack-Opening, ob ihr was Neues, Cooles, Besonderes bekommen habt. Ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Boom. Lol. Lo. Okay, die hatten wir alle noch nicht. Die beiden Jungs da. Nehmen wir direkt mit. Und ja. Muss man nicht unbedingt haben. So, weiter geht's. Das dritte Pack kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt und heiß darauf, hier was Cooles zu ziehen. Iker Casillas war schon mal ein guter Vorgeschmack. Was jetzt kommt, sehen wir. Bam! Ein Spielervertrag! Jawohl! Endlich so ein schöner Spielervertrag. Na, endlich. Super! Darauf habe ich mich den ganzen Tag schon gefreut. Das habe ich alles abgestoßen. Egal. Okay. Das nächste Pack. Immer cool und locker bleiben. Da kommt noch was Gutes bei rum. Kriegen wir hin. Zack. Ah. Chavez oder so. Aha. Mina. Okay. Okay. Ja, ich habe auf jeden Fall mir schon ein neues Land ausgesucht, was ich nehmen möchte als nächste Challenge. Die sind ein bisschen besser, aber nicht zu gut. Und da habe ich auch praktisch schon die komplette Mannschaft. Da können wir direkt mal gucken, also das wird auf jeden Fall spannend, ob wir da was Cooles mit erreichen können. Wer es ist oder was es ist, kann ich euch noch nicht verraten. Cersei, den haben wir ja auch so gezogen, Team of the Season. Kerzakov, okay, ganz nett. Und auch Iran, Heimtrikot, super. Da muss ich direkt mal gucken, ob ich auch die passenden Trikots für die Mannschaft habe. Das kann natürlich dann, wäre dann noch besser, wenn wir das passende, die passenden Trikots haben. Wir machen hier ununterbrochen weiter die Packs auf. Pam, 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 pam. Hier, wir wollen endlich die guten Spieler kriegen, damit wir auch mal ein richtig fettes Spiel machen können. Da ist er endlich! Suarez! Yo! Luis Suarez! Sehr schön! Den wollte ich aber eigentlich gar nicht, aber den nehme ich trotzdem mit. Ich hätte gerne sonst noch Agüero. Agüero, das wäre es noch. Damit ich mit Messi da vorne und Di Maria abgehen kann. Aber Agüero, Suarez... Auch sehr, sehr guter Spieler. Luis Suarez. Nehmen wir direkt mit. Sehr schön. Wuhu. Richtig schön. Jawohl. Und das kann alles weg. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Agüero. Wuhu. Im Pack Opening. Yes. Iniesta hatte ich. Was ist Iniesta? Ich glaube, Iniesta hatte ich ja so mal gezogen. Habe ich, glaube ich, auch schon erzählt. Ah, Varela. Okay, Gladiator. Okay, also, hier ist noch alles drin. Das Pack-Opening ist auf jeden Fall schon mal richtig spannend und gut. Wir haben da schon mal eine ordentliche Verbesserung reingeholt. Mit Iker Casillas und Suarez. Sehr, sehr schön. Da bin ich jetzt gespannt, was kommt bei rum. Lavezzi Ramirez, auch super für unser Brasilien-Team. Ich glaube, ich habe auch schon fast alles fürs Brasilien-Team zusammen. Ich weiß nicht, wen habe ich im Sturm? Ich glaube, da hatte ich noch nichts. Da habe ich ich glaube, Falcao hingepackt.
Stimmt, ich glaube, so war das. Ramirez, der wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut fürs defensive Mittelfeld. Da hatte ich beim 4-1-2-1-2 hatte ich zuletzt Gustavo. Ramirez finde ich aber auch nicht schlecht. Den kann man auch dahin stellen. Sehr schön. Ich glaube, mit 88 Tempo hat er gerade, ne? Richtig nice. Richtig, richtig schnell und richtig schön. Also ordentliche Spiele hier schon gezogen. Super. Ich habe heute ein gutes Gefühl. Ist sehr spitze. Sehr, sehr spitze. Und dann ziehen wir das hier alles. Noboa. Derdiok. Okay. Klose, aber nicht der. Miro habe ich, glaube ich. Oder Pizarro? Habe ich Miro Klose? Ich weiß gar nicht, ob ich Miro Klose habe. Hm. Man kann doch leider hier nicht den Verein durchsuchen. Oder doch. Hier beim Pack-Opening geht das ja. Wenn man die Packs aufmacht, kann man den Verein durchsuchen. Sonst wüsste ich hier keine Möglichkeit, außer halt auf die Mannschaft zu gehen und dann zu gucken. So. Aber ich glaube. Gucken wir mal hier. In Niema oder wie auch immer heißt. Okay. Ah, ich kann nur zwischen den beiden wechseln. Okay, nur neue Objekte und aktives Team, aber nicht Transferliste. Okay, und Verein auch nicht. Es ist wohl getrennt. Na gut. Hat man zwar da stehen, wie viele man hat, aber man kann es nicht sehen. Vielleicht kann man, wenn man in das Hauptmenü geht von Ultimate Team, da dann die World Cup Spieler sehen. Ich weiß es nicht. Benteke! Oh! Sehr schön für ein Belgien-Team. Also ich möchte auf jeden Fall einige Teams halt komplett aus deren Nationalmannschaften machen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Oder halt auch super Hybrid-Teams und so weiter. Da bin ich heute auf jeden Fall für alles offen. Ich hoffe, wir kriegen hier noch geile, 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 geile Spiele. Das ist heute echt sehr stark. Okay. Oh. Heute nicht so. Ah, hier, 47. Einer der schlechtesten Spieler. Hagigi. Okay. Wir sammeln ja alle Spieler. 881 jetzt im Verein. Ich weiß nicht, wie viele Spieler es gibt. Das wäre natürlich interessant zu wissen, wie viele Spieler hier dazugekommen sind dadurch. Suazo. Stürmer. Nordamerika. 91 Tempo. Ist woher? Honduras. Okay. Nice. Ja. Können wir mal gucken, ne? Ob man auch so was mal macht, ne? Nordamerika. Zack. Ich hoffe ja, wenn man ein schwächeres Team hat mit 100 Chemie, dass man einfach auch schwächere Gegner zugelost bekommt. Aber ich hatte halt auch schon welche, die im Spiel mit Iran, da hatte ich einen 85er Gegner. Oh, schön. Mal gar nichts gekriegt hier. Und davon brauche ich auch nichts. Zack, alles weg. So, noch ein bisschen. Noch ein bisschen aushalten. Dann sind wir hier heute auch fertig. Naja, einige würden es lieber noch länger haben. Mal gucken, was kriegen wir hier? Peng! Granat. Oho. Aus Russland. Okay. Balzaretti. Oh. Schade, die deutsche Nationalmannschaft haben wir echt noch nicht so wirklich zusammen, ne? Uns fehlen dann Neuer und... Weiß gar nicht, wie haben wir noch? Also Reus habe ich, Götze habe ich gar nicht. Götze fehlt mir. Philipp Lahm. Der vielleicht auch mal nicht schlecht. Ah, ich bin auf jeden Fall gespannt. Heiß darauf. So. Noch ein paar Packs. Wir nehmen schon 9 Minuten auf. Ich kann es auch da rechts oben sehen. Ich gucke aber mal hier hin. Da ist so meine Uhr, aber auch da. Okay. Dam, 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 dam. Bam, bam, bam. Zieler. Ron-Robert Zieler, unser Ersatztorwart für die deutsche Nationalmannschaft. Okay. Nehmen wir mit. Zieler. Schade, nicht Neuer, aber Zieler ist auch nett. Adler haben wir, glaube ich, schon, ne? Adler, ja. Aber mit Casillas haben wir schon einen sehr guten europäischen Torhüter. Bam, 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 bam. Und? Pascual. Pascual. sehr schön. Ja, wieder ein neuer Spieler. Aber noch kein Ronaldo-Duplikat oder Messi-Duplikat. Das wäre auch nochmal schön. So, noch ein bisschen hier.
die Alma! Jawohl, da haben wir endlich einen richtig flotten und guten Linksverteidiger für unser Europateam. Jawohl, Jordi Alba, Sniper Deadeye. Sehr schön, nehmen wir alles mit. Wuhu! Ah, richtig fett abgeräumt. Richtig fett abgeräumt. So kann ich die Folge auf jeden Fall nennen. Fett abgeräumt. So, und ich glaube, wir haben 100.000 durch. Diaz! Okay. Korea, aha. Spitze. Da bin ich mit super zufrieden. Und damit sage ich erstmal vielen herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst nicht, den Daumen nach oben zu geben. Freut mich immer wieder, wenn ihr mit dabei seid. Wenn ihr aktiv Daumen nach oben gebt. Daumen mit der Faust. Oder Kommentare schreibt. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.